Und da fragt sich jetzt Ibn al-Qayyim folgende Frage: Wer ist denn besser? Jemand, der gegen eine Sünde ankämpft, die ihm noch schmeckt? Oder jemand, der die Sünde nicht begeht, weil sie ihm gar nicht mehr schmeckt? Ja? Der Erste, der ankämpft? Ja, aber der andere hat sie so oft begangen, dass sie ihm nicht mehr schmeckt. Okay, ja? Ja? Also, ja, weil es den Ersten noch schmeckt, das hat eigentlich mehr Grund, die Sünde zu begehen. Und das, wenn er das getan hat, ist es der Schwierige. Mhm. Der Erste, ja, bitte? Ich denke, dass er doppelte Belohnung bekommt: einmal, weil er sie noch schmeckt. Mhm. Mhm. Genau, okay. Mhm. Ja? Aleikum salam wa barakatuh. Also der Zweite, sagst du. Sehr schön. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, auf jeden Fall, sagt auch Ibn al-Qayyim rahimahullah. Sie sind sehr, sehr nahe. Aber schaut euch mal an, wie Ibn al-Qayyim jetzt argumentiert. Er sagt, die Seele hat drei Phasen. Welche Phasen? Ja? Ammara bis-Su, also auf Deutsch. Was heißt Ammara bis-Su? Genau, sie trachtet nach dem Schlechten. Ja? Die zweite Phase der Seele? Lawabe. Genau, das heißt die tadelnde Gewissensbisse. Ja? Und Mutmainna, also die? Die Ruhe gefunden hat. Welche der drei Seelen ist nun die nobelste? Ja? Bitte? Die dritte. Er sagt, anhand dieser Aufteilung, An-Nafs al-Ammara bis-Su, die Seele, die stets zum Schlechten aufruft, die bessere ist die tadelnde. Wenn du sündigst, kriegst du Gewissensbisse. Und die noch bessere ist die ruhende Seele oder ruhige Seele, Al-Mutma'inna. Also ist derjenige, der gar keinen Geschmack mehr empfindet, weiter als derjenige, der ankämpft. Aber es kann trotzdem sein, dass der andere viel Lohn bekommt aufgrund des Ankämpfens. Das heißt, die Tatsache, dass der eine es schwieriger hat, der ankämpft, der noch Geschmack empfindet, heißt nicht, dass er besser ist als der andere, der bereits angekommen ist. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt, beim einen befindet er sich, beim ersten, er befindet sich auf dem Weg und der zweite, der ist ans Ziel gekommen. Und derjenige, der ans Ziel gekommen ist, ist besser als derjenige, der noch auf dem Weg ist. Aber trotzdem kann er belohnt werden, derjenige, der es schwer hat, mehr als derjenige, der ans Ziel gekommen ist. Und deswegen sagen, also in der Aqida von Ahl-Sunnah und Jama'ah, dass einige Menschen besser sein können als einige Engel. Wer ist besser, Engel oder Mensch? Hm? Engel? Engel? Der Mensch aufgrund seines freien Willens, wenn er aus freien Stücken an Allah glaubt, gehorsam ist, der besser als ein Engel, weil ein Engel kann nur gehorchen. Genau, ja. Ein Engel, der keine Sünden macht. Ja. Grundsätzlich Engel, aber Mensch kann besser sein, ja? Also Engel haben gar keinen Grund zur Sünde, aber die Menschen schon, deswegen sind die Menschen besser. Die Menschen? Okay, ja. Bitte? Die Propheten. Aber wir haben ja gesagt, Menschen oder Engel? Das Wichtige ist immer, liebe Geschwister, bei solchen Fragen A oder B, wie der Bruder sagte, es gibt aber auch C. Es gibt auch D und E und F und R. Also lass dich nicht einschränken. Und deswegen ist tatsächlich die Antwort, manche Menschen sind besser als manche Engel. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ist das beste Geschöpf. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ist das beste Geschöpf. Es gibt nichts Besseres unter den Geschöpfen als der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Welch Ehre wurde uns zuteil. Allahumma salli wa sallim ala Nabiyyina Muhammad. Er ist besser als jeder. Natürlich nicht Allah, aber von den Geschöpfen. Aber Jibril alayhi salam ist besser als viele Menschen. Oder vielleicht sogar als alle anderen, die nicht Propheten sind. Da sind sich die Gelehrten nicht einig. Was ist jetzt mit
den Sahaba und so weiter. Auf jeden Fall, das ist nicht unsere Sache. Wichtig ist, selbst wenn derjenige, der den Geschmack nicht mehr empfindet, höhere Stufe erreicht hat, du bist knapp hinter ihm. Aber wirklich ganz knapp, vielleicht sogar nach Ansicht einiger Gelehrten. Also es war ja nicht falsch, was er gesagt hat. Es gibt tatsächlich Gelehrte, die sagen, nein, derjenige, der ankämpft, ist besser. Wie ihr gesagt habt, er muss sich anstrengen, der hat noch viel zu tun. Aber wie gesagt, besser und nicht besser heißt nicht mehr belohnt, weniger belohnt.